Meine Lieben, heute wende ich mich speziell an unsere Donnerstags-Tai-Chi-Gruppe. Ich möchte mit euch den ersten Teil von unserer langen Form nach Cheng Man Ching machen und den zweiten Teil, soweit wie wir es jetzt schon erarbeitet haben. Kommt hier mal gleich, macht mit, schließt eure Beine, kommt in eure Grundstellung. Füße schön, Ferse, Außenseitenbeine belasten, die Knie leicht beugen, Becken aufrichten, den Rücken strecken, die Schultern ganz locker lassen und die Ellbogen seitlich leicht anheben. Und wir beginnen. Einsinken rechts, öffnen, Chi weg. Atme tief und ruhig, gleich, ich bleib ganz entspannt. Den Ball halten auf der rechten Seite. Oben Schritt. Die Abwehr. Links, die Abwehr rechts. Und Hüfte nach links. Wegschieben. Streifen. Ziehen. Die Hüfte wieder nach links. In der Mitte von Verlagerung, Arme legen, die weißen Schwamm. Der Kranich breitet die Flügel aus und höher. Knie streifen. Arme heben, Knie streifen dreimal. Kurzes Stück machen, hängen wir noch dran. Gewicht geht nach rechts. Wir gehen auseinander, eindrehen, Schritt zurück, ranziehen, Knie streifen in die Ecke. Rechte Hand kommt hoch, kommt hier nach unten. Schieben, streifen, ziehen. In die Ecke hier vorne, Schritt. Gewicht nach links, die Hüfte dreht sich ein Stückchen weiter, Schritt zurück und die rechte Hand öffnet sich schon. Schrauben links durch und die Ferse setzen. Gut, soweit haben wir schon das gearbeitet. Ich hoffe, ihr kommt damit zu Hause zurecht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, bleibt gesund, bleibt munter und ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder da seid. Tschüss!